Um es einfach mit Bert Brecht zu sagen, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Es gibt ja Textildiscounter, die bieten T-Shirts an für 1,99 das Stück. Kann es moralisch okay sein, so ein T-Shirt zu kaufen? Naja, es ist natürlich so, dass die Produktionsbedingungen der Ware hier wie sonst versteckt sind. So, das heißt, je mehr man darüber informiert ist, welche Konsequenzen das hat, dass man sich auf so ein Geschäft einlässt, desto unmoralischer wird man sozusagen, es dennoch zu tun. Es sei denn, man kann sich selber nicht mehr leisten. Dann haben wir es wieder mit einem politischen und nicht mehr einem moralischen Problem zu tun. Das heißt, ethisches Einkaufsverhalten ist Luxus? Auf jeden Fall ist das Luxus. Ich würde sagen, jede ethische Handlung ist Luxus. Ja, also um es einfach mit Bert Brecht zu sagen, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Und es ist die Aufgabe von Staat, Politik und Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass wir zu fressen haben. Also wenn ich selber mit jedem Cent rechnen muss, dann ist es egal, ob dieses T-Shirt mit Kinderarbeit oder in irgendwelchen vergifteten Fabriken entstanden ist. Ist das so? Teilweise schon, denn man kann von Menschen nicht verlangen, dass sie Heilige sind. Also es ist natürlich schon so, dass wir alle verstehen, dass der heilige Wille, wie Kant das genannt hat, unser Ideal ist. Aber man kann nicht von uns verlangen, dass wir uns am heiligen Willen orientieren.